Kein Ausdauer. Nein. Ah. Guck über meine Schulter, Bruder. Alles klar, Alter. Ich warte dann draußen auf euch. Schlafen Sie? Ich... Weiß nicht, geil aus. Ich will halt nicht anziehen. Du willst halt anziehen. Ich will aus wie ein Homo. Was ist das für ein Scheiß? Warum hast du so eine Kapuze? Ja, weil du kein Helm hast, du Pisser. Na so. Der Daniel, der ist echt clever mit seinen Entscheidungen hier. Ich hab entschieden, dass ich keinen Helm tragen will. Warum trage ich keine Kapuze? Wenn wir dem Centurio begegnen... Wir werden nie durch meine Kleidung... Ich sehe aus wie so ein beschissener Henker, ey. Nimm mir so meine Axt in der Hand, ey. Was sind denn das für... Wo kommen die denn? Wir sind die beiden. Da fehlt ein Foto, da ist ein Schmetterling, Daniel. Der landet gleich auf deiner Schulter. Guck mal so von vorne, ey. Ja, mach ich ja. Ich hab direkt an uns beiden rangezoomt. Vorhin dann stehen auf einmal diese... Gerade neben uns. Hat er sie aus seiner Hosentasche oder was? Wir wollen auch auf Selfie. Dann brennt das immer noch, ey. Ich brauch echt nur noch so eine beschissene Axt, ey, und dann so eine ganz Kapuzenmaske, ey. Ey, der ist schneller als ich, was soll das? Hi, mir geil, folgt zu euch. Das war Eara. Mit der Anführerin der Truppen des Paktes, Rela. Der Raum ist sicher. Wir gehören voll zu euch. Was geht ab? Ich untersuche da. Ja, die Verkleidung bringt es. Ich hab dich nicht angegriffen. Ich auch nicht. Das ist ein Centurio. Wir konnten die durch meine perfekte Verkleidung hier schauen. Du wirst angezündet, du wirst angezündet. Du bist tot. Du bist tot. Geh weg von mir, ich will nicht mit dir reden. Lasst uns von hier. Wir haben noch viel Schaden gemacht, Daniel. Ja. Die Hälfte verloren gehabt, der. Weil da bist du nur in die reingerannt, der. Ich wollte den Zettel untersuchen, der auch einschlagen. Moment. Könnte ich mich bitte mit euch unterhalten? Jetzt können wir meine. Nein. Komm, ich schubst den über Bord, der. Ich tu die alle auf den Boden legen. Meine Tochter. Was? Habt ihr euch? Schaut, Vater. Es ist Eranamo. Ich nehme gern die Hand eurer Tochter. Ich habe gesagt, dass ich euch umbringe, wenn ihr mir noch einmal unter die Augen trägt. Was ist das denn? Ich wollte doch nicht etwas. Da kommt so ein Typ an, der Eranamo, oder? Lokan soll euch holen. Vater, nein! Bitte, tut doch etwas. Darf ich über sein Leben entscheiden? Ja, bitte. Ich muss. Er ist ein Verräter an der Krone. Er hat Verrat, Mord und Diebstahl begangen. Nein. Was ihr getan habt, ist unverzeihlich, Eranamo. Gut, euer Leben gehört euch. Meine letzte Tat als Vater ist es euch zu verschonen. Und jetzt geht, flieht aus Ausgang und kommt niemals mehr zu euch. Warum steckt ihr dem die Hände hin, als wird der Brot wollen? Ja, Vater, ich verstehe. Dann lässt den Lauf. Kein Wort mehr. Geht. Er ist tot. Nicht länger euer Bruder, Palet. Der Vater hat ihn erstochen. Die Schwester ist irgendwie in. Es musste getan. Beide sind Patrioten. Ich bin sehr patriotisch. Den ich nicht annehmen kann. Dann rufen Nick. Werfen wir mal die drei jetzt auf den Boden. Es sein, dass ich die falsche war. 100 Jahre bei.
Und ich habe auch nur das, was ich für in meinem Herzen für richtig gehalten habe, getan. Ja. Ey, ich habe es ja nicht selber getan, Daniel. Der Vater hat ihn umgebracht. Also ist der Bastard. Ich bin wie Satan. Ich habe ihm nur in die Ohren geflüstert. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? So einer Stadt. Ich muss Sachen verkaufen. Nein! Oh. Du kannst mir nicht entkommen. Ich habe mir irgendwie heute Videos angesehen von, die machen so Sachen über Filme. Weiß ich nicht, da haben sich irgendwie die schlechtesten Filme überhaupt, ey. Wenn ihr mit Stoff oder Leder arbeitet, Oder besser gesagt, die schlechtesten Verfilmungen von anderen Sachen, von Zeichentrickserien oder sowas. okay. Da war dabei, oder von Spielen, da war dabei irgendwie Avatar, ich meine Herr der Elemente, Super Mario Bros. Ja. Und Dragon Ball Evolution. Dazu sagt der Daniel gar nichts, ne? Weil ich verstehe, irgendwie war sogar der Macher von der originalen Serie an dem Film beteiligt. Was? Ja. Der war an dem Film beteiligt. Okay. Und trotzdem ist er so scheiße geworden. Anscheinend, wenn man sich das Ende ansieht, war irgendwie auch ein zweiter Teil geplant, weil irgendwie Piccolo noch am Leben war. Der war im Bett und wurde gefüttert. Ja. Gibt aber irgendwie noch einen schlechteren Film, der ist irgendwie The Amazing Bulk. Das ist irgendwie der schlechteste Film in der Menschheitsgeschichte. Das ist irgendwie eine Parodie von The Incredible Hulk. Ach nee. Das ist irgendwie so ein lila Klumpen. Der Film ist so scheiße, das geht gar nicht, Daniel. Da könnten wir irgendwie in dem Hinterhof einen besseren Film machen als der Scheiß. Vor allem, das ist ein wirklicher Film, da sind wirkliche Filmleute dran beteiligt gewesen. Das ist eine Schande für die Menschheit. Dieser irgendwie fette lila Klumpen, der rennt irgendwie in irgendeiner Verfolgungsjagd durch die Gegend und dann sind da irgendwie Eidechsen, die einen Computer benutzen. Was? Ja, das sind alles voll schlecht computeranimierte Eidechsen, die irgendwie einen Computer benutzen und dann sind da so Kaninchen und Hasen, die auf einer Schaukel sitzen. Das ist voll behindert. Und der Film meint es ernst. Wo ist denn die Schmiedestelle? Ich glaube, das Feuer, das gibt einen ziemlich guten Hinweis.